Guten Abend und guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem, wie ich finde, besonderen Abend mit ganz besonderen Gästen. Wir können uns in der Corona-Zeit nicht persönlich begegnen. Umso schöner ist es, dass wir ein anderes Medium haben, wo wir uns zusammenschalten können und gemeinsam auch über wichtige Ereignisse uns austauschen und diskutieren können, wie heute Abend auch. In dieser Woche ist die Amtseinsetzung des amerikanischen Präsidenten. Das wäre normalerweise schon spannend genug, aber jetzt kommt noch hinzu, was am Dreikönigstag sich ereignet hatte, nämlich, man muss es so nennen, ein Putschversuch. Es ging im Parlament in Washington um die formale Bestätigung des Wahlakts zur Wahl des amerikanischen Präsidenten. Der abgewählte Präsident hat schon ein paar Mal zuvor versucht, bei Gerichten die Auszählung zu stoppen und das Wahlergebnis anzufechten. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann hat er an Dreikönig eine Rede gehalten vor Anhängern vor dem Weißen Haus und hat sie am Ende aufgefordert, Richtung Kapitol zu gehen, wo die formale Bestätigung des Wahlergebnisses im Sitzungsverlauf anstand. Und da sollte das verhindert werden, dass die Bestätigung erfolgt. Das andere ist ja alles bekannt. Die Sitzung musste ausgesetzt werden. Und erst nach der Räumung des Gebäudes konnte dann dieser wichtige Akt vollzogen werden. Bilanz des Tages auch leider 5 Tote. Am nächsten Morgen habe ich ins Strafgesetzbuch in Deutschland geschaut und sofort den Paragraph 105 gefunden. Den hatte ich noch nie nachgeblättert. Da steht drin, Nötigung von Verfassungsorganen. Wer Verfassungsorgane wie einen Bundestag, Landtag, eine Regierung an der Ausübung ihrer Geschäfte hindert, Rechtsfolge 1 bis 10 Jahre Haft. So scheint es in Amerika immerhin auch zu sein. Es sind mittlerweile viele Verhaftungen ausgesprochen worden. Aber das ist doch ein Vorgang, den wir so nicht für möglich gehalten hätten in Amerika. Donald Trump hat die Polarisierung in der US-amerikanischen Politik und Gesellschaft verschärft. Aber diese Polarisierung hat er nicht verursacht, sondern die war vor ihm schon da. Und sie hat sich in den vergangenen Jahren immer deutlicher abgezeigt, er hat sie vertieft. Aber welche Lehren lassen sich jetzt aus diesen Vorgängen und aus dieser Polarisierung der Gesellschaft ableiten für uns? Und darüber sprechen wir heute Abend. Zum einen mit Sabine Kurz, sie ist unsere stellvertretende Parlamentspräsidentin im Stuttgarter Landtag. Wir haben im Landtag eine sehr, ich möchte es mal so sagen, verhaltensauffällige AfD-Truppe. Da könnte man den ganzen Abend drüber sprechen, ob es sich lohnt, darüber zu sprechen, ist allerdings etwas anderes. Und dann haben wir vor allem eben eine AfD-Truppe, die sich zunehmend radikalisiert und auch mit Corona-Leugnern verbündet. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Dann darf ich herzlich begrüßen Dr. Sarah Schmid. Sie stammt aus Aalen. Und mit ihr haben wir eine Frau in der Schalte, die sich beruflich in München engagiert bei der Hans-Seidel-Stiftung als Referatsleiterin. Wir haben sie hier eingeladen zum Thema wehrhafte Demokratie. Dann freue ich mich herzlich, dass wir mit Professor Dr. Christoph Knill von der Ludwig-Maximilians-Universität München einen profilierten Politologen bei uns haben. Er ist Policy-Forscher. Er kann vielleicht die Frage beantworten, was treibt diese Menschen gegen das sogenannte Establishment zusammen? Denn bei uns sehen wir genauso die Feinde des sogenannten Establishments, also der Vertreter der demokratischen Parteien. Wie können wir darauf reagieren? Dann freue ich mich, dass wir den Theologen Dr. Martin Leitgeb bei uns haben. Er ist der neue Pfarrer im schönen Berg bei Elbangen.
Er war bis vor kurzem deutscher Pfarrer in Prag, ist stellvertretender Provinzial der Redemptoristen in Süddeutschland. Der Schönenberg ist deswegen ein besonders interessanter Ort, weil dort 1947 christliche Politiker das Grundgesetz beraten haben. Und da passt es gut, wenn sich heute Dr. Martin Leibgöl mit dem Satz von Herrn Böppenförde beschäftigt: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und dann springe ich von Elwangen. Elwangen ist nicht der Nabel der Welt, aber man kann ihn von hier aus schon ganz gut sehen. Springe ich hinüber ins Silicon Valley zu Markus Schuler. Er ist der ARD-Korrespondent im Silicon Valley. Wir sind Freunde aus Zeiten, als er noch beim SWR gearbeitet hat. Und er berichtet dieser Tage über Facebook und Twitter. Trump hat seine Hetzparolen über Jahre vor allem auf Twitter verbreitet. Das soziale Netzwerk hat zunächst darauf gar nicht, dann mit Warnhinweisen reagiert. Und jetzt hat sie schließlich den Twitter-Account von Donald Trump gesperrt. Daraufhin sind die Börsenwerte von Twitter eingebrochen. Auch darüber hat Markus Schuler berichtet. Angela Merkel hat darauf hingewiesen, dass diese Maßnahme von Twitter ein Eingriff in die Meinungsfreiheit Trumps gewesen sei. Es ist die Frage, ob dies so ist. Und die Frage ist natürlich jetzt, was daraus folgt. Und das ist die Frage an Markus Schuler vom Bayerischen Rundfunk, dem ARD-Korrespondenten im Silicon Valley. Und dann ihm darf ich gleich mal als Ersten das Wort geben. Er ist in den USA, er lebt da mit seiner Familie seit einigen Jahren und berichtet normalerweise über Technologie aus dem Silicon Valley, aber jetzt eben auch sehr stark über diese politischen Vorgänge. Lieber Markus, du hast das Wort, bitteschön. Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung, Winfried. Was wir dort erlebt haben in den vergangenen Tagen, das hat jedem in den USA, aber wie man auch mitbekommen hat, auf der Welt wirklich den Atem geraubt, was dort am 6. Januar passiert ist im Kapitol, dass dort wirklich ein von Donald Trump aufgehetzter Mob das Parlamentsgebäude gestürmt hat. Und noch ist nicht klar, wie sehr das geplant war. Das FBI nimmt jeden Tag weitere Personen fest, die dort identifiziert werden, und man versuchte herauszubekommen, ob das wirklich zentral geplant worden ist, ob diese Erstürmer des Kapitols vielleicht sogar Helfer im Repräsentantenhaus hatten. Im Senat scheint das sehr unwahrscheinlich zu sein, aber eventuell auf republikanischer Seite. Also das hat die Amerikaner wirklich aufgewühlt, was dort passiert ist. Die Stimmung hat sich in weiten Teilen der Bevölkerung gedreht, auch bei Republikanern, obgleich dort nach wie vor diese Falschnachricht, dieser Verschwörungsmythos anhält, dass diese Wahl in den USA im November Donald Trump gestohlen, weggenommen worden sei. Das hält sich unter den republikanischen Wählern, wenngleich viele sich auch von Donald Trump abgewendet haben, nachdem er eben dort diesen Mob hingeschickt hat. Und Winfried, du hast natürlich recht, das hat sich alles abgezeichnet, schon viele, viele Jahre. Donald Trump hat es aber geschafft, eine Wählerschicht zu aktivieren, die sich bislang politisch nicht engagiert hat, die nicht zur Wahl gegangen ist. Und er hat es geschafft, vor allem diesen Mob aufzuwiegeln. Und er hat schon angefangen, eigentlich bevor die Wahl gelaufen ist, anzudeuten, dass wenn es dazu kommt, dass Joe Biden gewinnt, dass er diesen Wahlsieg dann anzweifeln würde. Das war fast eine Strategie, kann man sagen, die er sich da schon zurechtgelegt hatte. Und Donald Trump setzt ja immer auf das Motto, wenn man irgendetwas nur häufig genug wiederholt, dann wird es sich schon als Wahrheit festsetzen. Und so ist es auch passiert. Die vergangenen Monate hat er wirklich die schlimmsten Verschwörungstheorien angebracht. Diese Dominion-Wahlmaschinen, die seien von Deutschland
Deutschland aus manipuliert worden. Da sind wirklich die krudesten Dinge geschehen, also dass auch im Bundesstaat Georgia zum Beispiel republikanische Verantwortliche der Wahl ihm gesagt haben, Herr Präsident, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Und wenn es zu Wahlfälschung gekommen ist, dann waren es Republikaner, wirklich, das sind Einzelfälle, weniger als 5, wo Leute versucht haben, für jemand, der verstorben ist, eine Stimme abzugeben. Also da hat sich ganz viel aufgeschaukelt und Donald Trump war sicherlich derjenige, der das aufgebrochen hat. Und vielleicht noch ein letztes. Ich glaube, man kann geteilter Meinung sein. Man kann diesen Technologieunternehmen, allen voran Facebook und Twitter, aber auch Google mit YouTube unterstellen, sie wären scheinheilig gewesen, wenn sie jetzt so wenige Tage vor dem Amtsende von Trump dessen Accounts abgeschaltet haben. Ich glaube, man kann aber auch mit Fug und Recht sagen, dass das sozusagen Gefahrenabwehr ist und wer dieser Tage die Nachrichten aufmerksam gelesen hat, der konnte auch eine Meldung sehen. In den USA hat man sich die Mühe gemacht und einmal gezählt, wie viele Fake-Nachrichten, wie viele Falschnachrichten durch diese sozialen Netzwerke im Augenblick geistern. Und siehe da, seitdem Donald Trump nicht mehr twittern kann, sind diese Falschnachrichten rapide zurückgegangen. Aber es gibt sicherlich eine Lehre, die wir in Europa ziehen sollten. Und dank Joe Biden sind jetzt die Möglichkeiten sicherlich günstiger, hier auch als EU Einfluss zu nehmen. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Markus, für diesen ersten Aufschlag. Besonders interessant auch die Aussage, Donald Trump hat eine Wählerschicht für sich aktiviert, die zunächst nicht zur Wahl gegangen war und hat die dann aufgewiegelt. Dazu kann ich nur sagen, jeder Wahlforscher, wirklich jeder Wahlforscher bei uns sagt uns, der typische AfD-Wähler ist nicht einer, der von einer demokratischen Partei rübergesprungen ist, sondern der kommt eigentlich aus dem Nichtwählerlager heraus und war da längere Jahre und ist dann rüber gewechselt. Also von daher meine ich auch eine sehr interessante Parallele. Ich darf dann gleich weiterleiten an Professor Dr. Christoph Knill. An Professor Dr. Christoph Knill. Und darf ihn um seinen Beitrag bitten. Wir haben da gerade eine Störung drin. Wir bitten Sie, Ihr Mikrofon auszuschalten, damit immer nur einer spricht. Bin ich zu hören? Ja, Vielen Dank zunächst mal für die Einladung zu dieser sehr interessanten Veranstaltung. Ich meine, was wir da beobachten ist, und das ist in der Politikwissenschaft inzwischen auch schon hinreichend herausgearbeitet, ein genereller Trend einer zunehmenden gesellschaftlichen und parteipolitischen Spaltung. Auf der einen Seite das Lager der globalisierungsoffenen, liberalen Gruppierungen, auf der anderen Seite ein Lager, das typischerweise auch mit dem Kürzel TAN bezeichnet wird, Traditionalist, Authoritarian Nationalist. Und diese Spaltung, die spitzt sich zu. Das beobachten wir in vielen demokratischen Systemen. Und die USA bieten natürlich in besonderer Weise hier ein Anschauungsmaterial, weil wir hier ein Zwei-Parteien-System haben, wo die Polarisierung besonders stark ausgeprägt ist. Was sind die Ursachen? Ich will nur ganz kurz dazu was sagen, das ist auch Ergebnis unserer eigenen Forschung. Das ist ein Blickwinkel, den man darauf richten kann. Unser Argument ist, dass man im Grunde letztlich hier sich eine Stärke von demokratischen Systemen in eine
in einen Schwachpunkt verwandelt, beziehungsweise Demokratien gleichzeitig auch verwundbar macht. Und das ist das, was man als demokratische Responsivität bezeichnen kann. Also die Reaktion auf gesellschaftliche Problemlagen, auf gesellschaftliche Anforderungen. Und die Politik reagiert da typischerweise darauf, dass neue Policies, neue Politikinhalte, neue Gesetze beschlossen werden. Und dieser Output der Demokratie, das ist ja zunächst mal eine große Stärke. Das befördert Modernisierung, Fortschritt, erhöht die Lebensqualität, verbessert Umweltqualität, erhöht Wohlfahrtsstandards und so weiter und so fort. Das ist aber gleichzeitig auch eine Entwicklung, und das beobachten wir, die in allen demokratischen Staaten zu einem massiven Anstieg an Gesetzen führt, zu einem massiven Anstieg an Politikinhalten und gleichzeitig zu einer enormen Komplexität, weil diese Politikinhalte interagieren auch miteinander. Versuchen Sie mal in einer Ein-Minuten-Slot an einer Talkshow jemand die Mütterrente zu erklären und wie sich zum normalen Rentensystem verhält. Das heißt, diese zunehmende Komplexität bedeutet, dass Bürger zunehmend, zumindest Teile der Gesellschaft, zunehmend abgekoppelt werden vom politischen Diskurs, von politischen Debatten. Häufig sind es nur noch handverlesene Experten, die wirklich konkret verstehen, warum bestimmte Maßnahmen beschlossen werden. Und das ist aus unserer Sicht genau eine Entwicklung, diese zunehmende Komplexität an Regelungen, die es für viele immer schwerer macht, eigentlich zu durchschauen, warum Staaten so handeln, wie sie handeln, warum Regierungen so handeln. Und das führt dazu, dass die sich zunehmend von diesem System abwenden, beziehungsweise einfach den Staat als unfähig, ungerecht wahrnehmen und das System insgesamt in Frage stellen. Und das ist interessanterweise eben eigentlich eine Stärke der Demokratie. Sie sägt da in gewisser Weise am eigenen Ast, wenn man so möchte. Und die Frage ist, was man dagegen tun kann. Und das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich möchte hier nur zwei Stichworte abschließend sagen. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, politische Bildung in Schulen, aber auch außerschulisch massiv voranzutreiben. Das hat einen gleichen Stellenwert wie Mathematik oder eine Fremdsprache zu lernen. Das sollte zumindest den gleichen Stellenwert in Schulen haben, damit besser verstanden wird innerhalb der Gesellschaft, warum Politik komplex ist und wie bestimmte Zusammenhänge auch sind. Und zum anderen glaube ich, dass Demokratien zumindest die Regierungen sich, dass man Überlegungen anstellen sollte, wie man strategische Handlungsfähigkeit zurückgewinnt. Denn sehr viel ist responsiv. Man reagiert, aber es wäre auch gleichzeitig wichtig, Responsibility stärker zu betonen, also strategische Orientierung, klare Programme zu formulieren, auch wenn man sich entlang dieser Programme nur in kleinen Schritten bewegt. Und das würde gleichzeitig auch aus meiner Sicht politische Kommunikation verbessern. Also ich glaube, auch da gibt es Potenzial, wie seitens der Regierung kommuniziert wird mit der Gesellschaft, um bestimmte Dinge einfach deutlicher zu machen. Aber das kann man eben auch nur tun, wenn man klarere Handlungsstrategien entwickelt. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen herzlichen Dank. Komplexität, viel Output, passt im Moment zur Zeit, zur Bazooka beispielsweise, genau. Wo sich der eine oder andere fragt, ob die Bazooka nicht eine Wasserpistole war. Ich lasse es mal so stehen. aber an diesem Beispiel kann man diese Diskussion durchaus erkennen. Ja, vielen Dank, lieber Christoph Knill. Und ich darf dann gleich weitergeben zu Sabine Kurz. Bitte schön. Ja, vielen Dank, lieber Winfried Mack, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich finde es eine ganz spannende Diskussion, wo wir hier alle so ein bisschen einen kleinen Baustein zu dem Gesamtbild vielleicht dazu beitragen können. Die Frage ist ja tatsächlich, was ist bei uns vielleicht ähnlich zu den USA? Was unterscheidet sich das kleine Baden-Württemberg, die großen Vereinigten Staaten? Aber wir haben schon den Eindruck, es gibt Verwerfungen, hüben wie drüben. Und ich meine, das erste Mal, dass ich eigene Eindrücke von Amerika bekommen habe, da war ich 16. Und Verwandte von mir, die Generation vor uns, sie sind ja begeistert nach Amerika gezogen, in das Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten, um da ihr Glück zu machen. Und als ich dann als Jugendliche dort war, hatte ich schon den Eindruck, da sind Verwerfungen in der Gesellschaft,
Ängste vor mexikanischen Einwanderern, Gegensätze zwischen Arm und Reich. Mir ist damals auch schon diese hektische Berichterstattung in Radio und Fernsehen aufgefallen. Und so ein bisschen mit Zeitverzögerung kommen die Verwerfungen, die wir da in der Wiege der Demokratie gesehen haben, ja eigentlich auch nach Jahrzehnten vielleicht bei uns an. Und es ist eben von Komplexität gesprochen worden, des Systems, der Politik. Ich sehe aber Komplexität auch auf Seiten der Gesellschaft. Also die Milieus sind ja sehr aufgesplittert und parzelliert. Es ist für uns als große Volkspartei ja immer schwieriger, die zusammenzuhalten. Und diese Aufsplitterung spiegelt sich auch bei uns im Landtag. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, dass wir Gesellschaft repräsentieren und dann in die politische Willensbildung einbringen. Aber das wird immer schwieriger. Und mittlerweile ist allein schon die Debatte besorgniserregend im Landtag. Das fängt wirklich mit der Sprache an. Wir haben jetzt sogar eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, die tatsächlich einfach, der Titel lautet, wie die AfD die deutsche Sprache verändert. Und wir haben mal gezählt, was wir alles an Ordnungsrufen und Ermahnungen erteilen müssen. Das ist regelrecht inflationär und überhaupt nicht vergleichbar mit früheren Wahlperioden. Da wirft man sich gegenseitig Brandstiftung und Schwachsinn vor. Da bezichtigt man sich der Lüge und Verleumdung. Man nennt sich gegenseitig Hetzer oder Holzkopf. Und die Zahl der Bezüge zum Naziregime, die ist schon gar nicht mehr überschaubar. Wobei ich sagen muss, das war für mich dann schon ein Einschnitt, den ersten Ordnungsruf, den ich als Vizepräsidentin erteilen musste, den habe ich einem grünen Abgeordneten erteilen müssen. Also das war eine Ausnahme, blieb ein einmaliger Fall. Wir müssen natürlich normalerweise die AfD und das sehr häufig ermahnen, aber ich finde diesen Einzelfall schon exemplarisch dafür, um zu zeigen, wie die Emotionen auf allen Seiten derzeit hochkochen. Und ich persönlich muss sagen, ich habe früher diese sprachlichen Ausfälle immer so ein bisschen runtergezont und nicht so ganz ernst genommen. Mittlerweile glaube ich aber schon, dass wir die Frage stellen müssen, inwieweit Sprechen Handeln vorbereitet und dass wir da vielleicht noch mehr drauf achten müssen. Und insgesamt, glaube ich, müssen wir schauen, auch wir in der Politik, als Politiker und Wissenschaftler, dass wir eben den Kontakt zur Bevölkerung nicht verlieren. Dieses Irrationale, das Esoterische, der Trend an Mythen und Verschwörungen zu glauben, das ist ja mittlerweile Thema eines Tatorts, wenn das vielleicht gestern Abend jemand mitbekommen hat. Da ging es tatsächlich, es war für mich fast mittelalterlich, wie man voreilig Schuld zugewiesen hat, wie ja im Grunde dieses der Hang zum irrationalen, undemokratisches Verhalten, sogar unter dem Deckmäntchen der Demokratie, jetzt mittlerweile solche Krimiserien beschäftigt. Das muss ja für uns irgendwie ein Zeichen sein. Also es ist, glaube ich, eine gefährliche Entwicklung. Die Frage ist, wie halten wir dagegen? Ich habe ein Thema, was mich beschäftigt, dass ich nämlich denke, unser Staatswesen, unser Grundgesetz ist ein bisschen zu spröde, ist zu kühl. Die Menschen wünschen sich Emotionen und wir versetzen immer wieder nur auf Rationalität. Wir haben diesen legendären Spruch des Bundespräsidenten Heinemann, der mal gefragt wurde, ob er seinen Staat liebt, ob er Deutschland liebt. Da hat er gesagt, ich liebe meine Frau, aber im Staat kann man ja nicht lieben, ein Vaterland. Diese Begriffe waren ja regelrecht verpönt. Aber mittlerweile glaube ich, dass das Stichwort politische Bildung, das ist ja alles total rational verkopft. Damit erreichen wir möglicherweise junge Menschen nicht mehr. Ich habe im Augenblick das Gefühl, die Menschen lechzen regelrecht nach Gefühlen und Emotionen. Und da müssen wir uns vielleicht auch überlegen, wie wir wirklich die Herzen der Menschen erreichen. Das sollen wir uns vielleicht auch zu Herzen nehmen, dass der scheidende Präsident Obama bei seiner Abschiedsrede 2017 sagte, die Demokratie ist immer dann am meisten gefährdet, wenn die Menschen beginnen, sie für selbstverständlich zu halten. Auch hier wieder muss man sich an die eigene Nase fassen und überlegen, haben wir uns nicht genug darum gekümmert, um die Vermittlung, auch um die Herzen der Menschen zu erreichen. Also ich glaube, es ist höchste Zeit und vielleicht können uns die Ereignisse in Amerika noch mal ein bisschen aufrütteln, dass wir da in diese Richtung noch mal aktiv werden. Ich finde es spannend zu hören, was Sie hier zusammentragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Sabine. Und ich glaube, wir können dann nahtlos überleiten zu Dr. Sarah Schmid zum Thema wehrhafte Demokratie. Sarah, bitte. Danke, Winfried. Auch für mich die Standardfrage, kann man mich hören? Wunderbar, ich sehe das Genicken. Ja, was uns aus Washington erreicht hat, das waren Bilder eines demokratischen Tabubruchs. Das war wirklich ein Angriff auf die Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Das letzte Mal, als das gemacht wurde, war 1814 und die Briten einfach nur als Referenz wert, um zu sehen, was das für eine Zäsur war. Und natürlich haben uns viele von uns von Anfang an gefragt, wer sind diese Menschen? Wer hat sie mobilisiert? Was hat sie mobilisiert? Und vor allem, wie sind sie zu dieser Tat auch mobilisiert worden? Das war's. Darüber haben wir schon einiges gehört. Das war dieses Verschwörungsnarrativ von einer stolen election, einer gestohlenen Wahl. Diesem Verschwörungsmythos ist mit Fakten auch nicht beizukommen. Das hat die OECD versucht. Das hat auch der republikanische Innenminister von Georgia, früher auch Trump-Anhänger, versucht, hat nicht gefruchtet. Und wenn wir uns genauer anschauen, wo diese Verschwörungstheorien gestreut worden sind und wo sie sich rasant verbreitet haben, dann kommen wir auch zu einer Frage, die größer ist als dieser Sturm auf das Capitol. Nämlich die Frage, welche Rolle spielen Intermediäre, welche Rolle spielen Plattformen, soziale Medien und Messenger-Dienste für die politische Meinungsbildung im Netz? Und da sehen wir, ja, dass auf Plattformen wie Twitter, Parler, Telegram, Facebook, YouTube, wie sie alle heißen, dass einzelne Personen da eine unglaubliche Reichweite generieren können. Wenn ich Ihnen da ein Beispiel geben kann, wo man das sehr anschaulich sieht, was sich in den letzten 10 Jahren verändert hat. In den 2010ern hat Gerhard Schröder, ich glaube, alle erinnern sich noch dran, einmal berühmterweise gesagt, er kann Deutschland mit Bild, Bams und Klotze regieren. Ja, ich sehe ein paar Nicken, die sich da noch dran erinnern. So, die Bild-Zeitung, von der er da gesprochen hat, die hat eine Auflage von 1,2 Millionen. Vor 10 Jahren waren das noch einige mehr. Aber das ist so die Hausnummer, in der wir uns bewegen. Wenn Sie jetzt allerdings schauen, wie viele Follower Donald Trump auf Twitter hat, dann kommen wir auf eine Zahl, die weit über 80 Millionen Menschen liegt. Und die kann er nicht einmal am Tag mit einer Printausgabe erreichen, sondern jedes Mal, wenn er einen Tweet absetzt. Das heißt, diese Netzwerke tragen jetzt schon enorm zur politischen Willensbildung bei, auch zur politischen Desinformation bei. Und sie werden es in Zukunft noch mehr tun. Und da stellen sich für unsere wehrhafte Demokratie 2 ganz wichtige Fragen. Die erste ist die, wer kontrolliert, dass das, was im Analogen gilt, dass üble Nachrede, dass Drohungen strafrechtlich relevant sind, dass sie verfolgt werden können, wer kontrolliert, dass es auch digital passiert? Gelingt es uns, strafrechtlich relevante Inhalte auch im Netz konsequent zu verfolgen? Und da haben wir auch jetzt im Kontext vom Sturm auf das Capitol gesehen, dass es noch nicht optimal funktioniert. Sie konnten da auf Twitter nachlesen, wie beispielsweise ein Trump-Anhänger gefordert hat, dass man doch Mike Pence, den Vizepräsidenten, vor ein Erschießungskommando stellen soll, beispielsweise. Und in diesem Bereich gab es einige Äußerungen mehr. Das sind nicht nur Phänomene, die auf die USA begrenzt sind, sondern in den letzten Jahren erleben wir auch immer mehr, dass auch bei uns Politiker, und zwar wirklich bis zur kommunalen Ebene runter, Opfer von solchen Anfeindungen, von solchen Drohungen im Netz werden. Und deswegen wird es für unsere Demokratie in den nächsten Jahren eine sehr relevante Frage sein, wie wir mit sowas umgehen. Aber die zweite Frage, und auch die ist schon angeklungen, ist die Frage, wer entscheidet, was man auf einer sozialen Plattform sagen darf und wer setzt auch durch, dass diese Regeln gelten. Und auch da ist ja ganz engagiert darüber diskutiert worden, ob es jetzt richtig war, von Twitter das Profil von Donald Trump zu sperren. Wenn man diesen konkreten Fall anschaut, spricht sich ja einiges dafür. Aber es stellt sich natürlich auch in Zukunft die Frage, möchte man, dass Plattformen wie Twitter entscheiden können, ob ein Staatschef, ob ein Politiker im Endeffekt
Ja, ein freies Rederecht hat in diesem Kontext oder möchte man es nicht? Und auch da werden wir in Zukunft noch die eine oder andere Debatte führen müssen. Und ich bin auch gespannt, wie Sie das dann nachher in der Diskussion sehen. Danke. Ja, klasse, vielen Dank. Einige wirklich gute Fragen für die Diskussion. Und jetzt möchte ich noch weitergeben an Dr. Martin Leitgeb. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Dr. Leitgeb. Jetzt muss ich gerade fragen, ich habe nämlich ein zweites. Weil das auch nicht funktioniert. Aber der Herr Mack macht einen Daumen nach oben. Vielleicht können Sie, ja, aber etwas gebrochen, vielleicht können Sie beim ersten Gerät das Video ausstellen und beim zweiten. Aus einmal lassen. So, jetzt habe ich das erste Gerät ganz ausgemacht. Viel besser. Viel besser. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Danke. Ja, also vielen herzlichen Dank, Herr Mack, für die nette Einladung, die für mich irgendwie auch überraschend war. Ich bin ja jetzt seit Anfang September hier in Ellwangen und im schönen Baden-Württemberg. Die letzten 10 Jahre habe ich in Prag verbracht als Seelsorger, als Pfarrer für die deutschsprachige katholische Gemeinde in Prag. Wie Sie hören, bin ich ein gebürtiger Österreicher und insgesamt fühle ich mich eigentlich ganz gut als Europäer. Und der Herr Mack hat vorgeschlagen, ob ich nicht sprechen könnte, kurz über dieses berühmte Axiom oder Diktum des Rechts- und Staatsphilosophen Ernst Wolfgang Böckenförde, nämlich, ich zitiere, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ernst Wolfgang Böckenförde, vielleicht ganz kurz, 1930 geboren. Dieses Axiom wurde zum ersten Mal ausgesprochen im Jahre 1964 auf einer Konferenz in Bach und 1965 dann publiziert. Und Herr Mack hat vielleicht erkannt, dass oder irgendwie gespürt, dass mich dieses Axiom auch schon seit, auch mich persönlich seit längerer Zeit, seit längeren Jahren schon beschäftigt und begleitet. Es ist da die Rede vom freiheitlichen, säkularisierten Staat. Wir reden über Amerika, über die USA. Und ich habe so in den letzten Tagen und Wochen mir die Zeitungen angeschaut und habe mir die Frage gestellt, ob die USA eigentlich ein säkularisierter Staat sind, wie wir uns einen säkularisierten Staat vorstellen. Von den USA wird und wurde durch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich immer gesprochen als God's own country, Gottes eigenes Land. Auf den Geldscheinen steht In God We Trust, wir wissen das. Präsident Biden wird jetzt dann demnächst seinen Amtseid auf eine Bibel ablegen und nicht auf das Grundgesetz. Und jetzt, als der Kongress gestürmt wurde am Dreikönigstag, da wurde das in vielen, vielen Medien bezeichnet als ein Angriff auf das Allerheiligste, auf das Allerheiligste der Demokratie. Und so könnte man da einige Beispiele noch anführen, jetzt auch im Blick auf die Amtseinführung des Präsidenten. Biden hat einen Jesuitenpater eingeladen, um also die große Rede bei dieser Amtseinführung zu halten. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat gestern von einem Hochamt oder von einer Krönungsmesse geradezu gesprochen, im Blick auf diese Amtseinführung. Also offensichtlich würde ich einmal meinen und sehen, dass die USA ein anderes Verständnis von Säkularität haben als wir in Europa, weil ich könnte mir vieles von dem, was ich jetzt als Beispiel aufgezählt habe, so in Europa, in Deutschland, in Österreich,
in Tschechien, also in den drei Ländern, die ich ein bisschen besser kenne, nicht vorstellen. Jetzt können Sie natürlich einwenden, mindestens das Grundgesetz beginnt ja auch mit der Berufung auf Gott. In Verantwortung vor Gott und vor den Menschen heißt es da. Aber ich glaube, wenn ich das also aus meiner persönlichen Sicht interpretiere, so ist das zunächst einmal ein Ausdruck der Demut des Staates, des Staatswesens, der Demokratie. Ein Ausdruck dessen, dass ein Staat nicht alles selber machen kann, nicht alles selber produzieren kann, nicht alles selbst leisten kann, sondern dass es da noch eine andere Realität gibt. So würde ich also diese Formulierung im Grundgesetz ich persönlich einmal interpretieren. Also der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Die Frage ist, was sind das eigentlich für Voraussetzungen? Also was braucht der freiheitliche, säkularisierte Staat zum Leben, zum Existieren? Ich glaube, er braucht vor allem Haltung. Da schließe ich mich hier an meine Vorrednerin an, die sehr viel über die sozialen Medien gesprochen hat. Die sozialen Medien, und das hat man halt bei Trump gesehen, aber das sieht man bei vielen, vielen anderen auch, auch in Europa, auch in Deutschland, die sozialen Medien sind ein Forum, wo vielfach nicht Haltung transportiert wird, sondern Meinung transportiert wird. Manchmal viel Meinung und wenig Haltung. Und noch negativer oder noch schlechter ist es, wenn viel Meinung ohne Ahnung transportiert wird. Also es braucht Haltung, so finde ich. Es braucht etwas, möchte mal sagen, es braucht Menschen mit Gewissen, es braucht Menschen mit Grundsätzen, mit Tugenden, die sozusagen ihre Beiträge liefern zu diesem Funktionieren des freiheitlichen, säkularisierten Staates. Böckenförde 1964 oder dann in der Publikation 1967 mit dem Diktum in besonderer Weise schon noch an die Kirchen gewandt und an die Christen gewandt. Nun ist natürlich der ganze Säkularisierungsprozess noch weiter fortgeschritten in den letzten Jahrzehnten. Die Kirchen sind in ihrem gesamten öffentlichen Auftreten etwas schwächer geworden, obwohl sie sich, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut einmischen in die Debatte. Und die Frage ist für mich also auch für mich als Kirchenmann, gibt es nicht irgendwo auch für uns als Kirchen Möglichkeiten zu Bündnispartnerschaften mit anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, wo wir also eben für diese Voraussetzungen für den freiheitlichen und säkularisierten Staat sorgen können? Und ich sehe also diese Bündnispartner für die Kirchen eigentlich in einer lebendigen Zivilgesellschaft. Und ich finde, das ist also ganz, ganz etwas Wichtiges. Und jetzt in der Corona-Zeit, finde ich, ist das auch das große Manko oder das, woran wir halt leiden, dass die Zivilgesellschaft eigentlich auch wiederum nur über Medien möglich ist, aber nicht über Begegnungen, nicht über das Face-to-Face-Gespräch, dass die Zivilgesellschaft auch nicht möglich ist in Form von künstlerischen Aktionen meinetwegen. Die Kunst, ich persönlich sehe die Kunst als eine ganz, ganz wichtige Säule der Zivilgesellschaft. Also in diese Richtung, meine ich, sollte es gehen, wenn wir gemeinsam Voraussetzungen schaffen wollen für den freiheitlichen, säkularisierten Staat. Also für einen Staat, der sich selbst nicht absolut nimmt, der sich selbst nicht religiös verbrämt, wie das die USA in meiner Sicht tun, sondern für einen Staat, der sehr demütig an seine Aufgabe geht. Was ist die Aufgabe des Staates? Kann ich auch nur meine Sicht referieren. Da gibt es viel kompetentere Leute auch in
jetzt in unserem Kreis, aber aus meiner Sicht ist die Aufgabe des Staates, dass das Zusammenleben der Menschen einfach gut und vernünftig und auf rationaler und diskursiver Basis geregelt wird. Also dafür wollen wir Beiträge leisten. Und ich glaube, dieser heutige Abend leistet da auch einen kleinen Beitrag. Ich habe vorhin gesagt, dass ich 10 Jahre lang in Tschechien gelebt habe. Als ich da vor 10 Jahren hinkam, hat man gesagt, dass in Tschechien die Zivilgesellschaft wahnsinnig schlecht ausgebaut ist. Ich persönlich bin dann im Laufe dieser 10 Jahre zum Urteil gekommen, also so schlecht ist die Zivilgesellschaft gar nicht in Tschechien. Und da gibt es eine Gruppierung von jungen Menschen, hauptsächlich jungen Menschen, die heißen auf Tschechisch Million Chvílek pro Demokracii, also eine Million von Augenblicken für die Demokratie. Wir haben auch schon große Demonstrationen organisiert. Und ich denke, dass so etwas wie heute, dass das einfach auch einer von einer Million Augenblicken ist für die Demokratie. Und es ist schön, dass die Politik in dieser Form eben auch Zivilgesellschaft ermöglicht und zivilgesellschaftliche Diskurse ermöglicht. Vielen Dank, Herr Mack. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Václav Havel, der mal über die Hoffnung nachgedacht hat. Und er hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich denke, das ist ein ganz guter Gedanke auch für Zivilgesellschaft, auch für solche Diskurse, auch für den ganzen Einsatz, den ein jeder und eine jede von uns macht, in ganz unterschiedlichen Formen und auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Also bleiben wir dran an dieser Hoffnung. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Leitgöb, auch für das Herausarbeiten des anderen Verständnisses von Säkularisation in den Vereinigten Staaten. Und dann habe ich mir auch noch das Zitat aufgeschrieben: in den sozialen Medien viel Meinung ohne Ahnung. Auch ein schöner Satz. Und ich glaube, da kann ich nochmal überleiten zu Markus Schuler, weil ja vorher auch Sarah Schmidt nochmal in den Raum gestellt hat, wer kontrolliert eigentlich die sozialen Medien? Wie ist dein Blick? Du bist ja jetzt schon einige Jahre in den USA. Ich darf erzählen, wir haben vor 2 Jahren hat mich Markus Schuler einen Tag lang durch das Silicon Valley geführt. Ich hatte da das absolute Privileg, einen hervorragenden Führer zu haben. Wie wird das in Amerika diskutiert? Wie ist der amerikanische Blick? Wie ist der Blick dieser Menschen, die in diesen Technologiefirmen arbeiten? Also man kann generell sagen, das ist ganz ähnlich wie in Deutschland. Zunehmend werden diese Technologiekonzerne kritischer unter die Lupe genommen. Dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass es gegen Google mittlerweile 3 wettbewerbsrechtliche Verfahren gibt, die Staatsanwaltschaften in vielen US-Bundesstaaten gemeinsam angestoßen haben. Dort spielt die Parteikouleur keine Rolle. Und dann konnte man aber auch in den vergangenen Wochen erleben, dass viele Menschen die Stirn gerunzelt haben über das, was dort Twitter eben gemacht hat, indem es die Accounts von Donald oder den Account von Donald Trump gesperrt hat. Das war fast eine konzertierte Aktion. Amazon hat die rechte Plattform Parler von seinen Servern geschmissen. YouTube hat den Kanal von Donald Trump dicht gemacht. Facebook hat die Konten von Trump auf Facebook und auf Instagram, das ja zu Facebook gehört, ebenso gesperrt. Das allerdings alles mit dem Hinweis der Gefahrenabwehr. Ich finde berechtigt. Aber worauf stützen sich diese Unternehmen? Die stützen sich auf ein Gesetz, ich glaube aus dem Jahr 1989 ist es,
das Telekommunikationsgesetz und dort gibt es einen sehr berühmten Paragraphen, den Donald Trump auch in den vergangenen Monaten immer wieder ins Feld geführt hat, den Paragraphen 230. Und der befreit sozusagen diese Technologieunternehmen von allen Dingen, die, wo sie Verantwortung übernehmen müssten, wenn jemand auf ihrer Plattform irgendwelche Dinge sagt. Damit können sie nicht haftbar gemacht werden. Und dieser Paragraph hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass in den vergangenen 15, 20 Jahren diese Unternehmen überhaupt im Bereich der sozialen Medien so stark werden konnte, weil eben dort die Redefreiheit so stark geschützt war, weil dort eben die Menschen so viel sagen konnten. Und mittlerweile geben auch die großen Unternehmenslenker, allen voran Jack Dorsey, das ist der Chef von Twitter, zu, dass man hier was machen muss, dass hier Regulierung nötig ist. Für Facebook würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Dort agiert man sehr anders als Twitter. Dort hätte Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, viel Zeit gehabt in den vergangenen Monaten, vor allem nach dem Cambridge Analytica-Skandal, mit der Politik in Washington zusammenzuarbeiten. Das hat er nicht gemacht. Dort geht es eigentlich immer nur um den Vorteil von Facebook. Der Chef von Twitter, Jack Dorsey, hat am vergangenen Freitag sehr viel auf dieser Plattform geschrieben und gesagt, wir sind eigentlich gescheitert. Wir haben etwas falsch gemacht, denn wir hätten den Trump nicht runterschmeißen dürfen. Das war eigentlich falsch. In dem Augenblick, wo wir es gemacht haben, war es richtig, weil wir gemerkt haben, dass auch in anderen Netzwerken weitere Anschläge, weitere Gewalt vorbereitet wird. Aber im Grunde darf dieses Äußerste überhaupt nicht passieren. Was ist zu erwarten? Ich glaube, die neue Regierung unter Joe Biden wird sich in den kommenden Monaten daran machen, diesen Paragraphen 230 zu überarbeiten. Und wie schon eingangs gesagt, für die Europäer ist jetzt die Chance da, auch Einfluss zu nehmen. Denn diese Unternehmen haben natürlich auch einen unglaublich großen Zulauf in Europa. Wunderbar, vielen Dank. In der Tat, Facebook und Twitter, Instagram spielen natürlich bei uns in der Kommunikation, in der politischen Kommunikation eine auch sehr große Rolle. Ich wollte nochmal überleiten zu Christoph Knill, weil er gesagt hat, die Politik reagiert mit einem unglaublichen Output auf die Verwundbarkeit der Demokratie. Das ist etwas, was wir, glaube ich, im Moment erleben in Deutschland. Wir haben eine große Koalition in Berlin und der eine Partner vielleicht etwas mehr als der andere, aber im Prinzip alle. Wir reagieren im Moment, ich habe es vorher angesprochen, mit der Bazooka. Wir reagieren mit unglaublich vielen Programmen. Auch im Land Baden-Württemberg tun wir das. Natürlich zum einen aus einer Verantwortung heraus. Sabine Kurz ist meine Zeugin, als es darum ging, als wir die Friseure geschlossen haben und die Gaststätten und so weiter zum ersten Mal, dann haben wir gesagt, wir müssen ein Sofortprogramm machen. Wir möchten sofort helfen und haben dann auch sofort eine Hilfe zu Wege gebracht. Aber das Ganze hat sich ja in einem unglaublichen Maße ausgedehnt und wir geben jetzt für die Impfzentren am einen Tag 250, am anderen Tag 500 Millionen im Land aus und wir fragen uns dann, ist das Impfzentrum, das wir jetzt erschaffen haben mit dem doppelten Geld eigentlich besser geworden oder ist es immer noch, hat es immer noch die gleichen Probleme? Ich will diese Beispiele jetzt nicht nehmen, um die Beispiele zu diskutieren, sondern einfach die Frage stellen, wie können wir die Komplexität reduzieren? Du hast den Hinweis gegeben auf die strategische Orientierung, die zurückgewonnen werden muss. Kannst du da vielleicht nochmal ausführen, wie du dir das vorstellst, welchen Rat du da der Politik geben würdest? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und ich knüpfe vielleicht an ein bisschen an den Punkt, den vorher Frau
kurz gemacht hat mit dem Verweis auf Emotionen. Und ich glaube, das geht zusammen. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, was, glaube ich, speziell auch im deutschen Fall fehlt, aber auch in vielen anderen demokratischen Systemen, ist die Bedeutung von Ideologie. Also wir haben, ich meine, natürlich haben Parteien Programme, aber diese ideologischen Differenzen zwischen den etablierten Parteien, die sind ja vergleichsweise gering, wenn man die in Relation zu jetzt hier in Deutschland zum rechten Spektrum rechts außen setzt. Das heißt, eine stärkere Fixierung möglicherweise auf die Frage, was kennzeichnet unsere Partei, was kennzeichnet unsere ideologische Ausrichtung. Man sieht ja an der CDU, das ist ja auch angesprochen worden, wie schwierig das für eine Volkspartei natürlich ist, aber daraus dann konkrete Handlungsprogramme abzuleiten, das würde ich eigentlich als zentral ansehen. Dann würden Unterschiede auch zwischen den etablierten Parteien deutlicher werden. Und da würde die Musik mehr in der Auseinandersetzung der Etablierten spielen und damit auch diese randständigen Gruppierungen möglicherweise auch an Bedeutung verlieren. Und vielleicht nur einen kleinen Satz noch, jetzt auch gerade zur Pandemie. Ich meine, ich sehe die Notwendigkeit zu reagieren. Diese ganzen Finanzpakete sind geschnürt. Aber da sieht man ja beispielsweise den Mangel an strategischer Orientierung. Man hat jetzt Industriezweige wie TUI, wie Lufthansa gerettet. Und ich sehe den Tag kommen, an dem Peter Altmaier dann sagen wird, so, es ist gute Bürgerpflicht, dass jeder dreimal im Jahr mit Lufthansa nach Mallorca fliegt, damit die Sanierung der Lufthansa auch wirklich funktioniert. Klimatechnisch ist es eine Fehlinvestition, könnte man sagen. Da hätte man vielleicht viel stärker sagen sollen, man packt dieses Riesenpaket und investiert in moderne Mobilität, Schieneninfrastruktur oder eben auch Ausbau des Bildungssektors. Also, aber ich glaube, was entscheidend wäre, dass ideologische Differenzen zwischen demokratischen Parteien deutlicher wieder zum Vorschein kommen. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt einfach mal in die Runde schauen und schauen, ob jemand eine Frage hat oder eine Bemerkung, eine Wortmeldung oder auch von den Mitdiskutanten jemand noch einen Punkt ansprechen will. Ich sehe das im Moment nicht, möchte Sie aber einfach ermuntern, sich zu Wort zu melden. Konkret, Christoph Knill hat vorher gesagt, eigentlich müsste man die Politik genauso, dem Fach Politik einen genauso großen Stellenwert geben wie der Mathematik im Unterricht. Sarah, könntest du vielleicht noch mal sagen, wie hat eine politische Stiftung wie die Hans-Seidel-Stiftung in den vergangenen Jahren versucht, gegenzuhalten gegen populistische Strömungen? Hat sich da eure Arbeit in irgendeiner Weise verändert oder seid ihr weitgehend beim Gleichen geblieben? Genau. Na, unser Motto als Stiftung ist schon der Einsatz für Demokratie, Frieden und Entwicklung. Das heißt, dieses Motiv hat sich natürlich auch aus dem Gedanken heraus entwickelt, dass es Bedrohungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gibt und dass es auch ein Stück weit die Aufgabe der politischen Bildung ist, sich diesen Bedrohungen entgegenzustellen. Und was wir schon sehr genau bemerken, ist, dass in den letzten Jahren natürlich mit Digitalisierung, die sonst sehr, sehr positive Folgen auch hat, also nicht, dass der Eindruck entsteht, als würde ich hier die sozialen Netzwerke an sich schlecht machen wollen, die leisten auch für viele Millionen Menschen im Alltag einen sehr konstruktiven Beitrag. Aber gerade bei der politischen Willensbildung stellen wir fest, dass es da eben Mechanismen gibt, die als Brandbeschleuniger auch agieren können. Ja, wir sehen das sehr, sehr stark in den sozialen Netzwerken, wo gerade emotionalisierende, wo gerade polarisierende Posts dann auch eine bessere Reichweite generieren. Und das ist natürlich in diesem Sinne dann eine problematische Entwicklung. Und uns beschäftigt dieses Thema vor allem in diesem Jahr deswegen im digitalen Raum auch stark und gerade mit Blick auf Bayern auch auf der kommunalen Ebene,
Das ist eine Beobachtung, die wir gemacht haben, die sich auch empirisch widerspiegelt, dass nämlich immer mehr auch kommunale Mandatsträger, das heißt einfach der Gemeinderat, die Bürgermeisterin von nebenan, dass die immer wieder auch in den sozialen Netzwerken das Opfer von Hass und Hetze werden. Und das ist eines der großen Projekte, das wir aktuell angehen, das wir in diesem Jahr angegangen haben, nämlich der sogenannte Kompass Wehrhafte Demokratie, den ich jetzt einfach hier einmal kurz ins Bild halte. Ich kann nachher auch gerne das Digitalportal dazu noch vernetzen. Das ist unser praktisches Orientierungsangebot für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, das ihnen ermöglicht, im Netz, in den sozialen Netzwerken eine gewisse Orientierung zu finden, zu sehen, wie verhalte ich mich, wenn ich normalerweise 3 oder 4 Kommentare unter dem Post stehen habe und auf einmal, mal ganz polemisch gesagt, 300 Kommentare da sind, wovon jeder zweite irgendwie Drohungen oder Ähnliches mir gegenüber beinhaltet. Da haben wir festgestellt, dass gerade auf der kommunalen Ebene ein ganz großer Bedarf an Orientierung, an Hilfestellung da war. Wir haben da auch verschiedene Veranstaltungen gemacht mit dem bayerischen Justizminister, dem Innenminister und vor allem auch mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung in der CSU. Das ist die größte kommunalpolitische Vereinigung von Bayern, wo wir uns eben darüber aufgetauscht haben, was sind die Desiderate für kommunalpolitische Mandatsträger und wie können wir da Hilfestellungen für kommunalpolitische Mandatsträger aller Parteien, aller demokratischer Parteien mit an die Hand geben. Und dieser Leitfaden war eines der Ergebnisse. Ja. Winfried, darf ich noch was ergänzen? Ja, gerne. Ich wollte dir ohnehin das Wort geben. Also, ja, weil wir es nochmal auf die politische Bildung jetzt abheben. Und da haben wir ja ganz viele Stiftungen und Landeszentralen und Bundeszentralen. Und wir sagen ja immer, in der Regel sind die Kinder in der Schule. Nur zurzeit sind sie da leider nicht. Können wir sie auch nicht erreichen. Aber wir haben schon vorgesehen, und die Susanne Eisenmann hat einen Leitfaden für Demokratiebildung für die Schulen vorgesehen. Das war ja eine Erfindung von der Vorgängerregierung, die gesagt hat, wir brauchen so Querschnittsthemen, die wir in allen Jahrgangsstufen, in allen Schularten und in allen Schulfächern durchziehen. Da haben sie also ziemlich viele Themen gefunden, nur Demokratiebildung war nicht dabei. Und diese Lücke wird jetzt noch gefüllt. Und um nochmal an sowas Banales wie einen Tatort anzuknüpfen, den ich sonst nicht gucke, nur wenn er aus Stuttgart kommt. Aber dass den Leuten nicht mehr klar ist, dass eine Mehrheitsentscheidung gilt und dass ich nicht einfach beliebig nochmal wählen kann. Oder die Grundlagen einer, wenn jemand tatverdächtig ist, wie gehe ich damit um, mit Vorverurteilung und so weiter und so fort. Das sind ja Dinge, die müssen Menschen in Fleisch und Blut übergehen. Und da habe ich immer gedacht, na, die wählen ja schon im Sport den Mannschaftskapitän und in der Schulklasse den Klassensprecher. Da wird sowas ja peu à peu ins Alltagsleben integriert. Aber so ganz von alleine funktioniert es halt nicht, zumal wir auch nicht mehr wissen, wo Jugendliche andere Erfahrungen machen als die, die wir uns dann gerne vorstellen. Also insofern glaube ich, zu viel Input oder Output war vorhin gesagt worden. Wir machen unglaublich viel Angebote. Die Frage ist immer, wer erreicht sie? Wo können wir Menschen aufspüren, die vielleicht so ein Angebot nötig hätten, es vielleicht selber nicht wissen und nicht hingehen? Das sind schon Fragen, die wir uns dann auch gerade im Zusammenhang mit der politischen Bildung immer wieder stellen müssen. Und deswegen, Schule ist immer noch der Ort. Früher war es noch die Bundeswehr, wo 18-jährige junge Männer nochmal eine Schulung erhalten haben, zu einer Zeit, wo sie dann vielleicht wieder aufnahmefähig waren, nicht in der 8. Klasse, aber bei der Bundeswehr. Das entfällt, das war vielleicht auch ein guter Einfluss. Also da müssen wir uns ein paar Gedanken machen, wie wir die jungen Menschen auch erreichen rechtzeitig. Ja, das ist wahr. Ich habe mich bei der Bundeswehr immer am Freitag für die politische Bildung freiwillig gemeldet. Dann musste ich nämlich 25 Kilometer Marsch nicht machen und hatte da Vorbereitungszeit. Sabine, noch eine kurze Frage. Und zwar, stell dir vor, es würde eine solche Situation entstehen bei uns im Landtag von Baden-Württemberg.
Übrigens am Wahlabend 2011 haben wir manche Szenen in der Stuttgarter Innenstadt durchaus erlebt, die nicht schön waren. Also Szenen, dass jemand verhindern wollte, die Ministerpräsidentenwahl, die jetzt im Mai zum Beispiel wieder ansteht. Es ist ja nicht vorstellbar, aber könntest du dir vorstellen, dass wir da robust reagieren und dass wir einen solchen Angriff abhalten könnten auf das Parlament? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass unsere formalen Regelungen, wenn man sich damit auskennt und sie anzuwenden weiß, und da muss man dann durchaus auch mal ein bisschen bürokratisch in Anführungszeichen vorgehen, dass die sehr ausgefeilt sind und dass das uns hilft. Das merken wir im Landtag auch schon mit der Geschäftsordnung. Wir müssen uns da wirklich wieder die Strukturen stärken und die Spielregeln dann einfach konsequent anwenden. Das hilft schon einiges. Ja, vielen Dank. Wir haben vor 5 Jahren, als wir in einem Interimslandtag waren, die Diskussion, machen wir dort auch eine Bannmeile oder machen wir es nicht? Da haben die Mehrheit damals gesagt, machen wir nicht. Ich glaube, die Mehrheit heute würde ganz anders aussehen. Da haben viele auch umgedacht, wir brauchen solche robusten Instrumente. Jetzt habe ich noch eine Frage an den Herrn Dr. Leitgeb. Und zwar, wenn ich es recht weiß, kommt jetzt der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, der Katholik ist. Das ist ja was Besonderes. Einfach, weil das in diesem politischen System als bisher nicht mehr geschafft haben. Haben Sie besondere Erwartungen an diesen Präsidenten? Ich persönlich bin angetan darüber, dass er wieder dieses Land zurückführt in die Weltgemeinschaft, dass er angekündigt hat, beispielsweise das Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten und dergleichen mehr. Haben Sie da spezielle Erwartungen an den neuen? Ja, also als Katholik habe ich keine Erwartungen an den katholischen Präsident Biden, sondern ich habe einfach Erwartungen als ein Weltbürger an ihn, nämlich, dass er sein Land mit Klugheit, mit Gerechtigkeit, mit gutem Maß und Ziel und auch mit Tapferkeit führt, wie Sie sagen, dass er Amerika auch wieder zu einem anerkannten Player in der Weltgemeinschaft macht. Das sind so meine Erwartungen. Dass er katholisch ist, mein Gott, da freue ich mich drüber. Ich freue mich auch, dass Herr Laschet katholisch ist. Aber ansonsten verbinde ich da jetzt keine besonderen Gefühle damit. Aber wie gesagt, eher, dass er das mit Haltung, mit Anstand macht, da freue ich mich drauf und da habe ich mich auch über seine Wahl gefreut, ja. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich schaue jetzt nochmal in die Runde, ob es noch Wortmeldungen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich sagen, ich glaube, wir haben einen. Der Herr Ziegler hat noch ein Wort mehr. Selbstverständlich, das machen wir. Herr Ziegler, bitteschön. Kann man mich hören? Super. Guten Abend in die Runde. Mein Name ist Roland Ziegler. Guten Abend, Herr Mack. Vielen Dank. Alles richtig, was ich gehört habe. Ich habe auch mitgenommen und gelernt, dass es hilft, wenn man über den Tellerrand rausguckt, sogar bis in die USA. Was mir fehlt ist, oder was mir aufgefallen ist, wir haben nur über Symptome gesprochen und nicht über Ursachen. Und wie konnte es so weit kommen in den USA und wie konnte es so weit kommen bei uns, dass die Demokratie durchaus bröckelt? Es gibt Menschen, aus meiner Sicht sind sie nicht böser geworden. Früher sind sie am Stammtisch gewesen und haben da geschimpft. Da war auch gleich die Qualitätssicherung da, weil wenn einer Blödsinn geredet hat, dann hat er eine gewischt bekommen. Heute ist es einfacher. Heute schreibt man einen Kommentar. Da hat man mehr Mut. Nachts im Wohnzimmer, da ist niemand da.
und vielleicht auch der, der sich sonst nicht traut, irgendwo auf eine Versammlung von Winfried Mack oder Roderich Kiesewetter zu gehen, der kann im Netz dann da vom Leder lassen. Und das ist einfach einfacher geworden. Natürlich ist nicht jeder, wie war das vorher mit Ahnung? Da ist sicher was dran. Also nochmal zurück, mein Eindruck ist, die Erfahrung ist, auch in den USA, wenn man geschäftlich mit den USA zu tun hat, die Leute drüben sind arm, ganz, ganz arg viele sind arm. In Deutschland werden die Leute ärmer, die werden jeden Tag noch ein Stückchen ärmer, die machen sich noch mehr Sorgen. Ja, und die werden dann lauter. Und viele Menschen in meinem Umfeld haben das Gefühl, sie werden nicht mehr gehört. Und das ist vielleicht eine der Ursachen. Und da bringt es nichts, wenn wir, wie soll ich sagen, überwachen ist das Falsche, wenn wir sagen, das müssen wir mit YouTube reden und mit allen und die müssen dann sperren und machen und verwarnen. Man müsste vielleicht doch nochmal von vorne ansetzen und ja, die Leute zuhören. Und das ist eine der Parameter, um eine Demokratie auch zu pflegen. Eine Demokratie wie eine Ehe, eine Kundenbeziehung geht nicht von alleine. Die muss man pflegen und das ist das, was mir wichtig wäre, dass man mal wieder zuhört. Da meine ich jetzt nicht Sie, Herr Mack, Sie sind viel draußen, aber so bundespolitisch merkt man das schon. Und da sind auch von manchen CDU oder CSU Kollegen von Ihnen, da sind schon derbe Worte als dabei, was die da fallen so übers Volk. Ja, müssen wir alle was lernen, alle mitmachen. Das wäre so mein Wunsch und meine Wortmeldung. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Ziegler. Dazu hat sich Markus Schuler zu Wort gemeldet. Also ich glaube, Herr Ziegler, Sie haben dort durchaus einen Punkt und Herr Knill, bitte korrigieren Sie mich. Aber was wir in den USA vor allem in den vergangenen 40, 50 Jahren beobachten konnten, war, dass sich die Gesellschaft immer weiter auseinander bewegt hat. Das Heer derjenigen, die sich noch früher zur Mittelklasse zählte, ist zusammengeschmolzen. Die Mittelklasse ist nicht mehr die Stütze der US-Gesellschaft, so wie das nach dem Boom des Zweiten Weltkriegs in den 50er und 60er Jahren der Fall war. Damals lag der Spitzensteuersatz in den USA bei um die 70%. Heute liegt er unter 30%. Und es gibt enorm, der Reichtum der Gesellschaft ist in der Hand einiger weniger. Und die Arbeitsverhältnisse, auch hier im Silicon Valley, wo es unglaublich teuer ist, sind die Situationen, man nennt es auf Neudeutsch, prekärer geworden in den vergangenen 10, 20 Jahren. Es gibt keine richtige Mittelklasse mehr, die diese Gesellschaft gestützt. Viele Menschen müssen mit 2 oder 3 Jobs haben, um ihre Familien durchzubringen. Die Gerechtigkeit ist hier völlig flöten gegangen. Das ist der eine Gedanke und vielleicht anknüpfend an das, was Herr Knill auch gesagt hat, was man hier in den USA erlebt, wir haben hier ja nur 2 Parteien und diese beiden Parteien sind so unglaublich verfeindet und so unglaublich weit auseinander, dass es schier unmöglich scheint, dass die überhaupt in einigen wichtigen zentralen politischen Fragen einen Kompromiss finden. Eine Kompromisskultur, wie es sie in Deutschland gibt, mit den Tarifverträgen, mit den Sozialpartnern, das gibt es hier in den USA nicht. Und im Gegensatz dazu konnten wir in Deutschland ja beobachten, dass gerade die Volksparteien immer näher zusammenrücken und sich dort gewisse Unschärfen eingeschlichen haben. Also wir haben hier quasi eine gegensätzliche Bewegung. In den USA ist es alles radikaler geworden, die sind auseinandergedriftet. Und in Deutschland haben wir eigentlich das Gegenteil erlebt, dass alles sich in Richtung Mitte trennt. Und vereinfacht gesprochen, glaube ich, dass man in Deutschland gut beraten wäre, stärker wieder die Profile der Parteien zu schärfen, während in den USA es nötig ist, dass die Parteien sich wieder stärker aufeinander zubewegen, um diese Gesellschaft zu retten, die eben unglaublich, also getrennt ist und die einfach durch dieses sehr harte Wirtschaftssystem, was keine Abfederung hat wie in Deutschland, sehr stark darunter leidet. Und das wird natürlich noch schlimmer für viele gesellschaftliche Gruppen durch die Globalisierung. Die verstehen das überhaupt nicht mehr und sehnen sich nach alten Zeiten zurück. Das drückt sich dann in so einem Unsinn aus, dass man auf einmal wieder die Kohle fördern will, den Ölabbau fördern will.
all diese Dummheiten dann macht. Das dreht ja aber hoffentlich Joe Biden wieder zurück. Aber das sind, glaube ich, ganz grundsätzliche Probleme, die diese Gesellschaft hier hat. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war nochmal ein interessanter Einblick. Und im Zusammenhang eben auch mit der sozialen Situation möchte ich bei uns im Moment darauf aufmerksam machen, und es darf nicht untergehen. Durch diese Corona-Situation sind viele Menschen in Kurzarbeit gekommen. Viele haben keine Chance, ihren 450-Euro-Job beispielsweise in der Gastronomie auszuüben. Manchen Leuten ist jetzt wirklich das Geld ausgegangen. Und ich habe auch die Vermutung, dass die Kontaktnachverfolgung zuletzt kaum noch funktioniert hat. Deswegen, weil eben viele sich gar nicht leisten konnten, 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Die haben dann Wege gesucht, wie sie trotzdem ihren Job ausüben können, damit sie Geld verdienen, damit sie das Häusle abzahlen können, damit sie, wenn sie sich selbstständig gemacht haben, die Maschine abzahlen können und sowas. Es darf uns, es muss uns gelingen, dass wir darauf einen Blick richten, auf die kleinen selbstständigen Mittelständler, auf die kleinen, sprichwörtlich kleinen Leute, die jetzt in dieser Situation leiden. Nicht alle haben ein festes Gehalt. Das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen führen. Weil man sieht natürlich auch, wenn man mal genau hinschaut, wer geht zur Corona-Demonstration. Das mögen Leute sein, die wir aus der AfD-Fraktion in Stuttgart kennen und die dafür trommeln, ist ganz klar, und die mobilisieren entsprechende Anhänger. Aber es ist halt auch viele Leute, die im Moment nicht weiter wissen. Und Herr Ziegler, darauf muss dann die Politik das Augenmerk richten. Das meine ich schon auch, das zu erspüren und zu sehen, was da los ist, um da entsprechend wirksame Maßnahmen wieder ergreifen zu können. Und die erste Maßnahme ist natürlich, dass wir danach schauen, dass wir genug Arbeit haben, damit die Leute in Lohn und Brot wiederkommen. Wenn ich noch eine Wortmeldung sehe, dann würde ich die gern noch erteilen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 21.11 Uhr. Und wir sagen ja immer, es ist eine aktuelle Stunde. Und bei diesem Format muss man dann nach so einer guten Stunde auch wieder zum Schluss kommen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Also ich bin fast beseelt, wie gut es gelaufen ist, wie gut die Beiträge zusammengepasst haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben das auch vorher nicht eingeübt, sondern das war alles live und in Farbe und auch relativ spontan. Ich glaube, dass wir die Verbindung nach Amerika, lieber Markus Schuler, wieder intensivieren sollten, auch als Europäer auf die Amerikaner einen Schritt zugehen sollten. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der heute schon zitiert wurde, hat in diesen Tagen erklärt, dass das transatlantische Verhältnis, wie wir es kannten, Geschichte sei. Und er hat empfohlen, die NATO aufzulösen und die Bande zu kappen. Diese Empfehlung hätte auch Donald Trump aussprechen können. Aber ich glaube nicht, dass wir ihr folgen sollten. Denn was soll denn an die Stelle des bisherigen transatlantischen Verhältnisses treten? Und natürlich gibt es große Unterschiede zu den USA. Aber am Ende ist es doch auch unsere Partnerkultur. Und wir verfolgen die gleiche Idee für Freiheit und Demokratie. Und wir haben den USA nicht viel, sondern ja fast alles zu verdanken. Sie haben uns nämlich nach der Barbarei der Nazizeit eine weitere Chance gegeben. Und sie haben uns auf unserem Weg in freiheitlich-demokratisches Land begleitet. Und damals haben sie uns eine Vorgabe gemacht für das Grundgesetz, das ja dann auf dem schönen Berg unter anderem von süddeutschen Politikern beraten wurde. Und diese Vorgabe lautete, ihr müsst einen föderalen Staat aufbauen. Ihr müsst dafür sorgen, dass es eine vertikale Gewaltenteilung gibt, aber auch eine horizontale Gewaltenteilung.
Und die horizontale Gewaltenteilung natürlich einfach, um zu verhindern, dass einer die Macht in diesem Land hat und durchmarschieren kann. Frau Merkel kann viel über Corona-Maßnahmen reden. Die kann mit den Ministerpräsidenten reden, mit der Öffentlichkeit, mit allen. Aber den Durchmarsch hat sie nicht, sondern sie kann eine Corona-Verordnung nicht erlassen. Die muss in Stuttgart, in Mainz und so weiter, in München erlassen werden. Wir haben Sicherungsmechanismen. Und wenn ich jetzt das gesehen habe, der Donald Trump hat bei dem Innenminister von Georgia angerufen und hat ihm gesagt, er soll 10.753 Stimmen finden. Und der Innenminister, obwohl selber Republikaner, hat ihn ablaufen lassen und hat gesagt, Herr Präsident, aber verstehen Sie doch, wir haben zweimal gezählt und wir haben richtig gezählt und die Sache ist entschieden. Und er hat es in aller Ruhe und Sachlichkeit dargestellt. Und da sieht man, was es bedeutet, da auch nochmal Gewaltenteilung, horizontale Gewaltenteilung zu haben. Und deswegen, wenn in diesen Tagen immer wieder von Flickenteppich geredet wird, ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Die Leute, die darüber klagen, sollten mal sich vor Augen führen, was es bedeutet, ein solches gesichertes demokratisches System zu haben. Ja, das haben uns die Amerikaner aufgegeben und da bin ich wieder bei Dr. Leitgeber auf dem schönen Berg, ist es damals gegen den Willen von Adenauer übrigens formuliert worden und die Truppen waren so stark in der parlamentarischen Versammlung, dass man das durchgesetzt hat. Also ich freue mich darüber, dass die Demokratie am Ende solche Mechanismen hat, dass die Demokratie auch im Kapitol funktioniert hat. Die haben nämlich die Kerle rausgeschmissen und haben in der gleichen Nacht die Entscheidung getroffen, die zu treffen war. Und der Vizepräsident von Trump eingesetzt, der Vizepräsident hat auch unterschrieben. Und er hat die Nationalgarde angerufen, ohne Trump zu informieren. So habe ich das irgendwo gelesen. Also Markus Schuler nickt. Also von daher kann man doch sagen, es gibt Leute, Herr Dr. Leitgeb, die Haltung haben, die in der richtigen Stunde wissen, was zu tun ist. Unsere Vizepräsidentin wüsste das auch genau, wenn sie da oben sitzt, was zu tun wäre. Und deswegen glaube ich, dass wir in einem guten Land leben, aber das muss auch so bleiben. Und deswegen der Schlussgedanke, wir haben jetzt den Donald Trump losbekommen, aber wir haben ihn losbekommen, weil natürlich die Wählerinnen und Wähler entsprechend aufgestanden sind und dann auch gewählt haben. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Es war eine tolle Runde. Wenn wir jetzt live wären, dann würden Sie alle mindestens eine Flasche Wein bekommen. Das kann man jetzt über das Internet nicht rüberbringen, aber ich werde dafür sorgen, dass es Wein- oder Biergeschenke, die einen sind, ich weiß genau, wer von euch Weintrinker und Biertrinker ist, da gibt es entsprechende Geschenke, lasse ich euch zukommen. Alles Gute, ich wünsche Markus Schuler jetzt einen guten Appetit beim Mittagessen, er hat 12.17 Uhr. Und wir haben Markus schon Ausgangssperre seit einer Stunde 17. Wer hätte gedacht, dass es bei uns mal Ausgangssperren gibt. Aber Achtung, politische Tätigkeit ist zu jeder Zeit erlaubt. Also ich darf noch nach Hause fahren. Ich bin in Aalen. Und dann alle, die in der Leitung sind, wenn Sie auch noch um die Zeit nach Hause fahren wollen, dann nehmen Sie ein Plakat von mir hinten rein in den Kofferraum und sagen Sie, Sie kommen gerade vom Plakatieren, dann wird Sie die Polizei durchlassen und nach Hause lassen. Nein, eine kleine spaßige Bemerkung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute. Gott erhalte euch in diesem Zustand. Vielen Dank.